أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي قيوم لا يموت وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه وحبيبه ورسوله Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan und beginne mit dem Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. All unser Lobpreis gebührt ihm. Ihn bitten wir um Hilfe und ihn bitten wir um Vergebung. Um Vergebung vor den Missetaten unseres Egos und vor unseren Sünden. Wen Allah recht leitet, dieser kann nicht in die Irre gehen. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, dieser kann nicht recht geleitet werden. Und ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, dem Einzigen, dem Wahren, dem Schöpfer aller Dinge, der zu den Dingen, wenn er sie will, nichts anderes zu sagen braucht, außer sei und sie werden, in dessen Händen die Schlüssel der Himmel und der Erde liegen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Prophet, sein Diener und sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass er uns zu Menschen gemacht hat, die bezeugen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Alhamdulillah, dass er in unsere Herzen Liebe für die Menschheit eingepflanzt hat. Alhamdulillah, dass er uns den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als eine Barmherzigkeit für die Welten geschickt hat. Alhamdulillah. Alhamdulillah für all die Gaben, die wir bewusst wahrnehmen und die Gaben, die wir nicht wahrnehmen. Alhamdulillah für das Ein- und Ausatmen, für das Augenlicht, für die Hände, für die Füße, für die Lungen, für die Leber und all das, was in uns steckt. Alhamdulillah, dass er uns zu Menschen gemacht hat, die erkennen und die bezeugen, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Dass er uns aus Liebe erschaffen hat. Dass er uns nicht bestrafen will, sondern dass er für uns das Gute will. Er will uns belohnen. Auch dafür Alhamdulillah. Alhamdulillah, dass er uns einen Verstand gegeben hat, der darüber nachdenkt, wie es denkt. Alhamdulillah. Allah zu lobpreisen, eigentlich könnten wir gar nicht damit aufhören. Denn all das, was wir sind, verdanken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und bevor ich mit dem Eigentlichen der Khutbah beginne, möchte ich eine andere Sache noch dazwischen schieben, die mein Herz erhellt hat, als ich hier reingekommen bin. Nachdem ich meine Begrüßung der Moschee verrichtet hatte und mich hingesetzt hatte mit meinem Adhkar, kam ein Bruder auf mich zu, den ich nicht kannte. Ich habe ihn zumindest nicht erkannt. Und er hat mich begrüßt mit einem Lächeln. Und das hat mein Herz aufgemacht. Alhamdulillah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über den Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, und er spricht nicht einfach so daher, hat uns gesagt, dass das Lächeln eine Sadaqa ist. Allein schon, wenn du deine Gesichtsmuskeln nach oben statt nach unten bewegst, Allah belohnt dich. Danke an den Bruder, der mein Herz an diesem Tag so erhellt hat. Jazakallahu khairan. Als Muslime sind wir davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns aus zwei Teilen erschaffen hat. Wir bestehen aus einem Körper, ein Bewegungsmittel und wir bestehen aus der Seele. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, und wenn wir
etwas über die Seele erfahren möchten, so ist das, was wir darüber an Wissen bekommen haben, sehr wenig. Aber das ist heute nicht unser Thema. Der zweite Teil, der zwar vergänglich ist, denn wir sind davon überzeugt, dass wir eines Tages diese Welt verlassen werden, dass diese Hülle, in der sich unsere Seele befindet, irgendwann mal unter die Erde gebracht wird. Irgendwann mal zu Erde, zu Staub zerfällt. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Verantwortung für diesen Körper, den wir haben, weil es nicht uns gehört. Es ist eine Amane, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Ein anvertrautes Gut. Und wie sollen wir mit anvertrautem Gut umgehen? So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es getan hat, denn er war Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Die Menschen damals zu Beginn der Offenbarung, als die Qurayshiten sich alle gegen ihn versammelt haben und ihn angefeindet haben und ihn ja gar töten wollten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hijra, die Auswanderung in Richtung Medina beginnen wollte, was hat er gemacht? Er hat nicht all das, was die Menschen ihm anvertraut haben, denn die Menschen sind zu ihm gekommen und haben gesagt, ja Muhammad, bitte lass das bei dir für mich. Bewahre das bei dir auf, bis ich es wieder abhole. Und er hätte einfach und ohne weiteres das nehmen können und nach Medina gehen können und sagen, ihr habt mir Böses angetan, Gleiches mit Gleichem. Aber das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht, sondern er ist ein Vorbild für uns in allen Dingen. Und er zeigt uns, wie wir mit anvertrautem Gut umzugehen haben. Und erst recht, wenn dieses anvertraute Gut nicht nur unter uns Menschen ist, sondern wenn dieses anvertraute Gut von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und dieses anvertraute Gut, dieser Körper, mit dem wir uns bewegen können, ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, die er wiederhaben will. Und deswegen sollen wir gut damit umgehen, weil es nicht uns gehört. Wir sollen uns keinen Schaden zufügen. Und der extremste Schaden, den wir uns anfügen können, ist, wenn sich ein Mensch selbst umbringt. Und wir alle kennen die Strafe, die Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen verspricht, die sich selbst umbringen. Wir dürfen das nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu nicht die Erlaubnis gegeben hat. Sondern wir sollen damit gut umgehen, wir sollen es pflegen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir kehren immer wieder, dieser Kreis, der schließt sich immer wieder und immer wieder landen wie beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Und das, was der Prophet euch gibt, das nehmt an. Und das, wovon er euch abrät, davon lasst ab. Und wir sollen diesen Körper nicht nur durch Sport, durch Bewegung, durch Gesundheit oder gesund pflegen, nein. Wir sollen auch darauf achten, was wir zu uns nehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ganz klar im Koran, dass er die schlechten Dinge nicht mag. Weder in Wort noch in Tat und auch nicht im Essen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns das gebietet, was wir zu uns nehmen sollen, sagt er halalan tayyiba. Er sagt nicht nur halal, sondern er sagt halal und bindet daran tayyiban. Es soll gut sein. Es reicht, wenn du eine Banane in die Hand nimmst und diese Banane sieht schon zermatscht aus. Isst du sie? Nein, weil du das Gefühl hast, die Banane ist nicht mehr gut. Genauso sollst du auch in den anderen Dingen, mit den anderen Dingen umgehen. Wir leben heute in einer Welt, die so komplex ist, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir zu uns nehmen. Und ob das, was wir zu uns nehmen, gut oder schlecht für uns ist. Wir haben mittlerweile so viel, dass wir gar nicht darüber nachdenken, ist es halalan tayyiba. Oft denken wir nur über den ersten Teil halal und vergessen tayyiba. Wenn wir uns die Industrie anschauen und die Chemieindustrie und
Und all die Dinge, die heute so weit fortgeschritten sind, dass die Dinge nicht mehr natürlich hergestellt werden, sondern irgendwo in einer Fabrik, und wir bekommen sie in einer sehr schönen Verpackung mit Originalfarben, die unseren Verstand dazu animieren, oh, das ist aber eine tolle Sache. Und wir legen sie in den Einkaufskorb. Wir nehmen es mit und wir essen es auf. Wir merken vielleicht in diesem Moment nicht die Auswirkungen, aber vielleicht irgendwann mal später, wenn wir uns Menschen ansehen, gerade in der älteren Generation, 60, 70, zum Teil 80 Jahre alt, und sie sind mashallah noch sehr fit. Woran liegt das? Das liegt auch daran, dass sie ihren Körper, dieses anvertraute Gut, dass sie dem nicht alles gegeben haben, sondern dass sie bewusst ausgewählt haben, was sie zu sich nehmen. Für den einen oder anderen mag das vielleicht etwas, ja, was spricht er über Essen? Das, was von oben reinkommt, das kommt von unten wieder raus. So ist doch der natürliche, ja, das ist richtig, aber wenn du noch den Punkt hinzufügst, dass dieser Körper, in dem du was reinstopfst, nicht dir gehört, gehst du vielleicht auch damit anders um. Wenn wir Dinge verändern wollen, wenn wir wollen, dass unser Essen und unser Trinken nicht mehr künstlich und gezüchtet ist, dann müssen wir anfangen, unser Denken zu verändern. Und das ist genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Er will, dass wir unseren Verstand einsetzen. Und das Schöne am Islam ist, dass es nicht nur mit einem Auge auf die Dinge in unserem Leben schaut, sondern mit zwei Augen. Eine Bewusstseinsveränderung, die wir brauchen. Und wenn wir dies auch noch tun mit der Absicht, innamal a'malu bin niyat, die Taten sind gemäß ihren Absichten, wenn wir dies mit der Absicht tun, dass wir das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen möchten, dadurch, dass wir dieses anvertraute Gut, was er uns gegeben hat, gut behandeln, und wer uns danach fragt, denn wir werden am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und er wird uns nach den Gaben fragen, die er uns gegeben hat. Was wollen wir Allah subhanahu wa ta'ala sagen? Und ich meine nicht, dass wir übertreiben. Es gibt manche Leute, die übertreiben und alles muss rein und alles muss. Und es gibt manche Leute, die übertreiben in die andere Richtung. Alles darf man nicht essen. E-Nummer. Und sie kommen aus diesem Dilemma nicht mehr raus. Aber was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, dass wir eine Balance, ein Gleichgewicht schaffen in unserem Leben, in allen Dingen. In unserem Gebet sollen wir Gleichgewicht schaffen. In unsere Spenden sollen wir Gleichgewicht schaffen. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den drei jungen Männern gehört hatte, wo der eine gesagt hat, ich werde die Nacht nicht mehr schlafen, ich werde nur im Gebet sein. Und der eine sagte, ich werde keinen Tag mehr auslassen, ohne gefastet zu haben. Und der andere meinte, ich werde nie wieder heiraten, ich werde mich nur noch auf den Gottesdienst, auf die Ibadat konzentrieren. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Ich bin der Gottesfürchtigste unter euch. Aber ich schlafe und ich bete. Und ich faste und ich esse. Und ich heirate. Das, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beibringen will, ist, dass wir in unserem Leben Gleichgewicht halten, eine Balance halten. Damit wir weder in das eine Extrem noch in das andere Extrem fallen. Und diese Balance gehört auch in unserem Leben, in den Dingen, die wir zu uns nehmen, die wir essen. Warum haben wir heute so viele Krankheiten, wie wir sie haben? Es gibt heute manche Krankheiten, von denen wussten die Menschen vor 30, 40 Jahren, wussten sie nichts. Aber das liegt auch daran, dass der Mensch nicht mehr darüber nachdenkt, was er zu sich nimmt. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal kam eine Delegation und hat ihm einige Geschenke mitgebracht, unter anderem haben sie ihm einen Leibarzt geschenkt. Und er lehnte den Arzt ab. Und er sagte, wir sind Menschen, wir essen nur dann, wenn wir hungrig sind. Und wenn wir essen,
dann hören wir auf, bevor wir satt werden. Eine Balance im Leben. Wir vergessen oft diese Dinge. Der Islam ist nicht nur Salah, Zakat, Siyam. All das ist ein Teil des Islam, aber ein anderer Teil des Islam ist genauso, dass du auf dich achtest, dass du dich pflegst, dass du dir Gutes tust. Zu den Dingen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebte, war das Parfüm. Er wollte gut riechen. Er hat sich gepflegt. Er hat in seinem Essen hat er nicht übertrieben. Aber wir leben nun mal in einem Umfeld, wo wir gar nicht mehr die Prozesse nachvollziehen können. Deswegen finde ich es ganz toll, dass im IS zum Beispiel die Werbung für Fairtrade gemacht werden. Das setzt ein bestimmtes Denken voraus, dass man darüber nachdenkt, das, was auf meinen Tisch kommt, wie ist es dorthin gekommen? Nicht nur von der Produktion her, dass es am Ende etwas Gesundes ist, dass es halal und tayyib ist, sondern auch, dass die anderen Pflichten und Rechte eingehalten worden sind. Dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, damit ich dieses Essen auf meinen Tisch bekomme, auch fair ihren Lohn bekommen haben. Damit Menschen nicht unter Druck gewesen sind, nicht unterdrückt gewesen, nicht abhängig gewesen sind von dem Arbeitgeber. Der Islam ist nicht nur eine bestimmte Sache oder wirft den Fokus nicht nur auf eine bestimmte Sache, sondern der Islam wirft den Fokus auf das gesamte Leben. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Stellen im Koran, أَفَلَا تَدَبَّرُونَ. Denkt ihr denn nicht nach? أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Können sie denn nicht nachdenken? Darin sind Zeichen für Nachdenkende. Und am Ende oder in einer anderen Aya, die den Gipfel dieser Dinge ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns aufzählt, wo er uns auffordert, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass diejenigen, die Wissen besitzen, diejenigen sind, die Allah fürchten. Und am Ende ist das Ziel, Allah zu fürchten, nicht aus Angst vor Allah, weil er ein Unterdrücker ist. Nein, Allah ist Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ist derjenige, der Unterdrückung für sich selbst verboten hat und unter seinen Geschöpfen als verboten erklärt hat. Nein, aber die Furcht, die Angst, die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu verlieren. Und je mehr Wissen du besitzt, je mehr Wissen du hast, desto näher kommst du Allah subhanahu wa ta'ala. Viele Menschen, Physiker, Chemiker, Menschen, die sich mit den Wissenschaften auseinandersetzen, Ärzte, Biologen, wenn du sie nach etwas fragst, Menschen, die nicht mit Arroganz durch die Welt laufen, sondern mit Bescheidenheit, sie werden dir die erste Antwort, die sie dir geben werden, wenn du sie fragst, sie werden wissen, ich weiß es nicht. Je mehr du weißt, desto weniger weißt du. Aber je mehr du weißt, desto näher kommst du Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist auch wichtig, dass wir unser Umfeld ändern. Ich sage nicht, wir sollen rausgehen und demonstrieren und irgendwelche Industrien boykottieren. Nein, du kannst viel einfacher starten und beginnen. Überlege das, was du zu dir nimmst, was in deinen Magen landet, was dort verarbeitet wird, um deinem Körper das zu geben, was es braucht, damit es Ibadah macht, damit es gute Dinge macht. Was ist das, was du isst? Wie ist es zu dir gekommen? Überleg nach, lese. Wir leben heute im Zeitalter des Internets, wo wir an Informationen in Sekunden schneller kommen können. Es ist einfach. Starte mit dir selbst. Ich sage nicht, du sollst jetzt rausgehen und du sollst jeden bekehren. Nein, bekehre dich zunächst einmal selbst. Denn wenn wir das nicht tun, die Menschen, die nur nach Profit aussehen, sie werden weiterhin diese negativen Prozesse antreiben, weil für sie zählt nur eine Sache, das ist das Geld. Hauptsache, am Ende stimmt die Kasse. Nein, aber was wir wollen, ist nicht, dass die Kasse alleine stimmt. Die Kasse spielt für uns keine Rolle, sondern wir wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Ende mit uns zufrieden ist, weil wir dieses anvertraute Gut, was er uns gegeben hat, gut behandeln haben. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gepriesen sei Allah und der Segen und der Friede Allahs auf unseren Propheten Muhammad, auf seine Familie, auf seinen Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen bis zum jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er uns darin von jedem Beispiel oder für jede Sache ein Beispiel gegeben hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Verstand und ein Herz gegeben, damit wenn wir den Koran lesen, es mit offenen Augen lesen und einem offenen Herzen. Dass wir begreifen, dass wir Verbindungen herstellen zwischen dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen will. Denn wenn du den Koran liest, wenn du den Koran aufschlägst und du darin liest, dann ist das, was du gerade liest, nicht für den Propheten gewesen und nicht für deinen Vater, sondern für dich. Allah subhanahu wa ta'ala spricht mit dir durch den Koran. Denn das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Darin sind Botschaften für dich. Das sind Nachrichten. Das sind E-Mails, das sind SMS, die Allah subhanahu wa ta'ala dir schickt. Manchmal in ganz klare Form und manchmal in Form, wo du nachdenken musst. Wo du vielleicht in einer Sura etwas liest und den zweiten Teil dessen, was du da gelesen hast, vielleicht woanders findest. Aber Allah will, dass du dich auf jeden Fall mit diesem Buch auseinandersetzt und die Verbindungen herstellst. Die Puzzleteile, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, begreifst. Und wenn Allah will, dann gibt er dir auch die Erkenntnis. Aber wichtig ist, dass du dir erstmal Mühe gibst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Und Allah ändert die Lage eines Volkes nicht eher, bis sie sich selbst ändern. Du musst dich also zunächst einmal bewegen. Du musst dich anstrengen. Und Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir nicht, dass du groß beginnst, sondern Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir erstmal mit kleinen Schritten. Das sehen wir darin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith gesagt hat, dass die liebsten Taten bei Allah diejenigen sind, die zwar klein sind, aber kontinuierlich. Die du ständig machst. Allah will nicht von dir, dass du auf einmal ganz große Dinge schaffst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir sogar, Inna Allah la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Und Allah mutet eine Seele nicht mehr zu, als das, was sie tragen kann. Wenn du nur zwei Schritte laufen kannst, dann lauf nur zwei Schritte. Aber tu es. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Botschaften, wenn wir zum Beispiel Surat al-Asr lesen. Oft lesen wir Surat al-Asr, das ist eine der kürzesten Suren, und wir lesen sie und wir denken, wir haben sie verstanden. Aber setzen wir sie auch in unserem Leben um? In den vielen Bereichen unseres Lebens? Oder lesen wir einfach darüber und sagen, Alhamdulillah, ich kann Arabisch, ich habe es verstanden, ich habe die Wörter, die Bedeutung habe ich verstanden. Und dann geht man weiter. Das ist nicht... Der Koran ist wie ein Ozean. Es gibt manche Leute, die gehen schnorcheln. Dann sind sie an der Oberfläche und sie haben ihre Wasserbrillen und gucken in die Schönheit, die an der Oberfläche oder die kurz vor der Oberfläche sind. Und es gibt Menschen, die tauchen ein. Es gibt Menschen, die können tauchen, die können vielleicht einen Meter tauchen, die sehen viel mehr als diejenigen, die nur schnorcheln. Und es gibt manche Menschen, die tauchen noch tiefer und die entdecken noch viel mehr als das, was diejenigen, die vielleicht nur einen Meter getaucht sind. Und so ist es mit dem Koran. Je mehr wir uns damit auseinandersetzen, je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr erkennen wir die Perlen, die Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Ozean reingesetzt hat. Stell dir vor,
Stell dir vor, du bist in einem Traum. Du träumst. Und gleichzeitig, also das heißt, du bist nicht bei Bewusstsein und gleichzeitig bist du am Ertrinken. Was machst du? Das Erste, was du versuchen wirst, auch wenn du vielleicht gerade davon träumst, oh, welch schöne Häuser du gerade bewohnst oder welch schöne Autos du gerade fährst. Was machst du, wenn du bewusstlos bist, wenn du vielleicht am Ertrinken bist? Das Erste, was du machst, ist, du wirst versuchen, wieder aufzuwachen. Und keiner von uns wird aufwachen und sagen, oh, ich war gerade bei so einem schönen Traum, ich möchte jetzt weiter träumen und weiterhin bewusst oder zurückkehren in seine Bewusstlosigkeit und dann weiter ertrinken. Nein, das Erste, was du machst, ist, du wachst auf und in dir ist ein Instinkt, das dich dazu bewegt, an die Oberfläche zu gehen. Auch wenn du nicht schwimmen kannst, wirst du dich bewegen und versuchen, eine Art Bewegung zu finden, die dich wieder nach oben bringt. Das bedeutet, du hast nicht viel Zeit. Wenn wir uns Surat al-Asr betrachten, womit beginnt Allah subhanahu wa ta'ala? Wal-Asr. Was ist al-Asr? Viele werden sagen, ja, das ist der Nachmittag, das ist richtig. Aber welchen Teil des Tages ist es denn? Wenn al-Asr beginnt, das bedeutet, der Tag neigt sich dem Ende zu. Bis zum Maghrib-Gebet ist es nicht mehr viel. Du hast nicht mehr viel Zeit bis zum Ende des Tages. Wenn du also am Ertrinken bist, du hast da auch nicht mehr viel Zeit. Du bist unter Druck. Das Wort Asr kommt von der Wurzel Ein Sadra, Asara. Was bedeutet Asara? Asara bedeutet etwas ausdrücken. Du bist unter Druck. Du hast nicht mehr viel Zeit. Was Allah subhanahu wa ta'ala dir sagen will, ist, du hast nicht viel Zeit. Wal Asr. Dein Tag geht bald zu Ende. Und wir alle wissen, das Leben, was wir leben, ist eine kurze Zeit, ist von kurzer Dauer. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, egal wie alt wir werden. Und im Koran steht das auch, wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, wir werden das Gefühl haben, wir haben nur einen Tag oder einen halben Tag gelebt. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Der Mensch ist im Verderben. Wenn du dich nicht bewegst und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das ich gerade gebe, dann wirst du ertrinken, du bist im Verderben, du wirst sterben. Also musst du dich bewegen. Du musst dir also erstmal im Klaren darüber sein, ich bin in einer Situation, in der ich nicht mehr viel Zeit habe. Wenn ein Mensch hört, dass er krebskrank ist oder dass er eine Krankheit hat, die den Tod bedeutet, was macht er? Der krempelt sein Leben um. Der beginnt die Zeit effizient und richtig gemanagt zu nutzen. Auch wenn wir nicht krank sind, auch wenn wir nicht die Nachricht vom Arzt bekommen haben, du bist krebskrank, so ist dennoch die Zeit, die wir haben, nicht viel. Es ist eine kurze Zeit. Das heißt, du bewegst deinen Verstand, du wirst dir darüber im Klaren, dass du eigentlich unter Druck bist und du musst etwas für deine Akhira tun. Und etwas für deine Akhira tun bedeutet auch, neben all den Pflichten und Rechten, die wir haben, dass wir auch darüber nachdenken, wie wir unser Umfeld positiv gestalten. Weil wenn du nicht etwas Positives tust, und du nicht motiviert bist, etwas Positives zu tun. Shaitan wartet nur darauf, dass du nicht mehr motiviert bist, damit er dich packen kann. Und dich dazu bringt, ins Verderben zu gehen. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Aber wenn du aufstehst, was machst du, wenn du an die Oberfläche gelangst? Willst du alleine gerettet werden? Nein. Du möchtest die anderen mit dir retten, die anderen, die um dich herum sind, die am Schlafen sind. Du gehst dahin und weckst sie. Und du bleibst dabei, bis er wach wird. Und wenn du deinen Cousin oder deinen Bruder geweckt hast oder deine Schwester und er sagt dir, oh, du hast mich gerade aufgeweckt und ich war in einem so schönen Traum.
lass mich weiterschlafen. Was wirst du machen? Du wirst sagen, nein. Du musst aufstehen. Wenn du jetzt nicht aufstehst, dann ertrinkst du. Warum? Weil sein Wohl auch an deinem Wohl gebunden ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dich fragen wird, was hast du getan? Warum hast du den anderen nicht mitgeholt? Und du wirst darauf achten, dass du ihn mitnimmst. Dass er wach bleibt. Dass ihr beide an die Oberfläche kommt. Und vielleicht an seinem Wohl ist das Wohl anderer gebunden. Und er wird dann versuchen, jemand anderen zu wecken mit dir, bis es ganz viele sind. Bis all diejenigen, die du mitretten willst, gerettet sind. Inna al-insana lafi khusr. Und dann kommt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, illa alladhina amanu. Außer diejenigen, die überzeugt sind. Weil sie sind davon überzeugt, dass die Zeit, die ihnen bleibt, keine lange Zeit ist. Das heißt, die Erkenntnis, du brauchst die Erkenntnis, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu. Den ersten Schritt, den du brauchst, du musst erstmal erkennen, ich bin in einer Situation, aus der ich mich retten muss. Aber das reicht nicht. Wa amilus salihat. Und die Gutes tun. Nicht nur Gutes tun, sondern auch Dinge korrigieren, weil das Wort As-Salihat kommt von der Wurzel Salaha. Und Salaha bedeutet etwas gut werden, etwas verbessern. Wenn du dein Auto zum Mechaniker bringst, was macht er? Auf Arabisch sagt man Salaha. Etwas korrigieren, etwas reparieren. Wenn du also erkennst, dass dein Umfeld, dass in deinem Umfeld Risse sind, dann wirst du darauf achten, dass du es reparierst, dass es wieder dicht ist. Wenn du in einem Schiff bist, dann wirst du darauf achten, das Loch zu stopfen, dass das Wasser nicht in das Schiff reinkommt. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu. Bis auf diejenigen, die bewusst leben, die davon überzeugt sind, dass sie etwas zu tun haben. Wa amilus salihat, die nicht nur etwas Gutes tun, sondern auch das, was bereits vorhanden ist, reparieren. Denn wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Und wir sind nicht alle mit Weisheit gesegnet. Aber wir können das, was vorhanden ist, was positiv ist, da können wir weiter daran arbeiten. Wa tawasaw bil haqq. Und die sich gegenseitig zur Wahrheit anmahnen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist dieses Bewusstsein, was du erlangt hast. Das ist das Ziel, das ist der richtige Weg. Aber auch das reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Geduld ist der Schlüssel des Ganzen. Denn du versuchst, deinen Bruder, deine Schwester zu wecken, deine Großmutter, deine Tante, dein Onkel. Und sie demotivieren, die sagen, ah nee, komm, lass mich in Ruhe. Und du fängst schon wieder von neu an, weil du willst sie retten, damit du gerettet wirst. Und immer wieder sagen sie, ah, lass mich in Ruhe mit deinem ganzen Gerede. Aber du bleibst dran. Aber irgendwann mal kommt der Shaitan und sagt dir, das hat doch eh alles keinen Sinn. Du gibst auf. Du bist demotiviert. Du willst das Handtuch schmeißen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dir im Koran ein ganz klares Beispiel gegeben, unterstützend für Surat al-Asr. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ. Nämlich die Geschichte von Sayyidina Yunus alayhi salam. Sayyidina Yunus, der den Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, zu seinem Volk zu gehen und ihnen die Rechtleitung zu bringen, und er gesagt hat, es hat keinen Sinn. Nachdem er es versucht hat und versucht hat und versucht hat, die wollten nicht mit ihm gehen. Also hat er aufgegeben und er ist gegangen. Und den Rest der Geschichte, den kennt ihr. Aber wichtig ist, dass wir uns gegenseitig erinnern. Weil wenn ich heute demotiviert bin, wenn ich heute das Handtuch werfen will, bist du vielleicht motiviert und du mahnst mich an, du sagst mir, hey Bruder, du kannst nicht aufgeben. Wenn du aufgibst und der aufgibt und der aufgibt, wer soll denn noch etwas bewegen können? Wer soll denn die Dinge reparieren? Wer soll denn etwas Gutes tun?
Und wenn du morgen demotiviert bist, hast du vielleicht, weil du mich gestern motiviert hast, bin ich gut drauf und ich komme wieder zu dir, weil ich merke, oh, dir geht's genauso wie mir gestern. Und ich rede dir gut zu. Wir halten uns gegenseitig an der Oberfläche. Wenn der eine sinkt, sinken wir auch. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig nicht nur dazu anmahnen, zur Wahrheit, gute Dinge zu tun, Dinge zu reparieren, davon überzeugt zu sein, dass dieser Weg, den Allah subhanahu wa ta'ala für uns auserwählt hat, ein richtiger Weg ist, der uns zu ihm führt, der uns seine Nähe bringt, der uns bewusst macht, dass all das, was wir sind, nur durch ihn zustande gekommen ist. Dass wir Rechte Allah gegenüber haben, aber auch Pflichten. Dass wir mit den Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns in unserem Leben gegeben hat, gut umgehen sollen. Dass wir unseren Körper pflegen sollen, dass wir unsere Seele pflegen sollen, dass wir unsere Familien pflegen sollen, dass wir eine gute Beziehung zu unseren Mitmenschen haben sollen. Gegenseitig. Wenn der eine anfängt zu sinken, der zieht den anderen mit. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass nur diejenigen, illa Ausnahme, dass nur diejenigen, die sich, die davon überzeugt sind, dass sie den richtigen Weg zu Allah eingeschlagen haben, dass sie gute Dinge tun, dass sie sich zur Wahrheit gegenseitig anmahnen und zu Geduld, dass das diejenigen sind, die gerettet sind. Wal asr, innal insana lafi khusr, illadhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis-sabr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die seine Botschaft lesen, lernen und begreifen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die, wenn sie den Koran lesen, nicht nur einfach überfliegen, sondern mit Verstand und mit Herz darin lesen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die den Koran als eine Nachricht an sie selbst begreifen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die Allah lieben und die Allah liebt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die nützlich sind für sich selbst, für ihre Familien, für ihre Bekannte, für ihre Freunde und für all die Menschen, die mit ihnen zu tun haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die sich dessen bewusst sind, dass sie nicht mehr viel Zeit in diesem Leben haben und dass sie diese Zeit, die ihnen noch übrig bleibt, gut nutzen. Auf dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die davon überzeugt sind, dass sie Veränderungen herbeischaffen können, die dem Allgemeinwohl dienen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die darauf achten, wenn sie Dinge tun, dass sie sie so tun, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist. Mögen sie dadurch die Dinge so tun, dass sie sie auf die beste Art und Weise tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die, wenn sie diese Welt verlassen haben, wenn sie zu ihrem neuen Zuhause gebracht worden sind und ihre Familien und ihre Freunde sie verlassen haben, mögen wir zu den Menschen gehören, die in ihrem Grab, die in ihrem neuen Zuhause sich wohlfühlen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die, wenn die beiden Engeln kommen und sie fragen im Grabe, dass sie die richtigen Fragen antworten werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die sich am Ende der Befragung auf den jüngsten Tag freuen, weil sie den Platz sehen, den Allah subhanahu wa ta'ala ihnen reserviert haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die, wenn sie vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, dass er so zufrieden mit ihnen sein wird, dass sie ohne Abrechnung ins Paradies eingehen dürfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die, wenn die Sonne so nah sein wird, dass die Menschen zum Teil in ihrem Schweiß ertrinken werden, wir unter dem Schatten des Thrones Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die aus dem Becken des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trinken dürfen, auf dass sie nie wieder dürsten werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die zusammen sein werden mit dem Propheten und mit den Sahaba und mit den rechtschaffenen Menschen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft sein werden. Wallah. Wallah, lass den schönsten Tag in unserem Leben der sein, an dem wir dein Angesicht sehen dürfen. Wallah, lass den schönsten Tag in unserem Leben der sein, an dem wir dein Angesicht sehen dürfen. Wallah, lass den schönsten Tag in unserem Leben der sein,
an dem wir dein Angesicht sehen dürfen. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقم الصلاة.